Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unsere Eisenfarm jetzt hier endlich gemacht, damit die hier sozusagen extra ist nochmal und ins System angeschlossen ist. Das System hier oben läuft zwar noch, aber sagen wir mal so, es ist jetzt nicht mehr wirklich das Wichtigste. Das hier hat jetzt die Hauptprio bekommen. Wir haben hier noch Bonsai Pots für Bones. Die sollten wir vielleicht auch mal anschließen, weil Bones sind ganz schön praktisch. Und ich werde heute die hier entfernen, damit wir halt hier noch erweitern können. Wir stehen ja jetzt an dem Punkt, wo einfach das hier im Weg ist und wir brauchen es eigentlich gar nicht. Weil, ja, es ist halt direkt da, wo wir normal was machen. Und das ist halt auch blöd, bedeutet, wir werden jetzt hier schnell alles entfernen. Und das dann extra platzieren. Vorteil ist, wir haben jetzt halt echt diese Storage-Karte und jetzt können wir einfach sagen, nope, weg, weg. Brauchen wir gerade alles nicht mehr, alles ins System rein. Auf Wiedersehen, so, zack. Nein, jetzt seid ihr. Wollte gerade sagen, jetzt seid ihr ernsthaft das Deutschding da weggetan, aber okay, halt zum Glück nicht. So, okay, jetzt ist hier zwar gerade ein bisschen Platz, aber wir werden es dann gleich nachher umbauen. Ich werde als erstes aber noch. Was wollte ich nochmal machen? Genau, ich wollte hier hinten schnell alles exportieren, mein System. Dann gehen wir hier sozusagen rein und machen einfach zack. Export. Und das machen wir jetzt nochmal mit den restlichen Sachen. Einfach, dass wirklich alles exportiert einmal ist, dann haben wir das nicht auch in unserem System einfach drin. Dann kann das nicht nachher auch abgebaut werden. Ich will das noch so ein bisschen einfach laufen lassen, weil es läuft einfach zu gut, damit man es einfach wegtut. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel hingehe und ich sage jetzt Iron Resin. Wo ist es denn? Ach so, der Iron. Wie hieß das hier? Ember. Ich mache einfach schnell Klack. Und habe direkt welches produziert, was natürlich voll einfach gut ist. Wenn ich sage, ich will hier schnell nachproduzieren, anfangen an Eisen noch. Kann ich schnell hier durchchecken. Mal gucken, wie viel Eisen wir noch drin haben. Molten Iron 8 Ingots. Aber das Ding füllt sich halt extrem schnell auf wieder. Und dadurch ist es perfekt. So, was aber natürlich als nächstes dann auch anfällt, wir brauchen einen neuen Storage-Ding hier. Also das hier müssen wir mal umbauen dann, das System. Sobald das halt möglich ist. Wir werden mal gucken, vielleicht kann ich hier jetzt schnell ein Kabel legen. Wir werden einfach versuchen, hier hoch schnell ein Kabel zu legen mit dem Exporter. Das wäre natürlich auch geil. Aber okay, ist ja auch wurscht. Muss ja eh so oder so irgendwann erweitert werden. Der Plan aber dahinter ist eigentlich, dass wir. Vielleicht sollte ich doch da unten erstmal. Erstmal hier noch eine Fackel hinstellen. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen zu dunkel einfach. Und dann. Gehen wir hier und machen ein bisschen Kobbel. Ein bisschen Kobbel. Ich will einfach Kobbel haben, so schaut's aus. Genau. Und dann tun wir das hier mal bis nach da vorne verbinden. Wie gesagt, die soll am Ende eh nach unten durchgebaut werden. Von daher müssen wir so oder so noch hier erweitern. Ich weiß gar nicht, ob wir das mittlerweile bauen könnten. Aber wenn wir es bauen könnten, wäre es natürlich auch genial, weil dann bauen wir es einfach direkt aus. Dann machen wir uns keine Umstände damit. Einfach mal hier schnell platzieren, so. Und tschüss. Und dann ziehen wir die hier nach unten durch, dann hat die so viel Platz zum Schmelzen und wir können das ganze System eigentlich anstecken. Alles exportieren und das importieren, auf was wir Bock haben gerade. Zum Schmelzen. Tun wir noch einen Autocrafter irgendwo hin und dann tun wir automatisch Resin produzieren, das ganze Resin brennen und alles. Ich glaube, das ist auch keine schlechte Idee. So, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel, ja, wir haben doch hier. Und wenn wir jetzt hier gucken, wie hieß denn das Zeug? Tinkers, bei Tinkers Construct.
Und wenn wir jetzt schauen, das war jetzt auf der ersten Seite, ne? Und ich finde es wieder nicht wahrscheinlich. Da hier, Grout. Wie viel Grout könnten wir rein theoretisch? Wir haben ein bisschen Grout jetzt. So ein bisschen. Wir können also richtig gut jetzt reinheizen. Holy shit. 1000 Grout. Sehe ich das jetzt ein bisschen auch hier irgendwo drin liegen einfach? Einfach so chillend. Da ist das ganze Grout jetzt. Und das verbraucht fast keinen Platz. Oh Gott. Wie geht's dir hier? Oh, der brennt ganz brav sein Zeug. Bedeutet, wenn ich rein theoretisch hier reinschaue, dann sehe ich das schon 92 haben wir mittlerweile. Nicht schlecht. Ich will jetzt aber mal gucken nach einer Smeltery oder so irgendwo. Nicht nach einer Smeltery, sondern. Wie kann ich denn. Schauen wir nochmal nach Tinkers. Kann ich das vielleicht auf eine schnellere Weise auch produzieren? Die ganzen Stones hier. Seed Bricks. Wenn wir gucken, im Ofen geht das rein theoretisch. Wir können die aber auch squeezen. Mechanical Squeezer, ein Crusher. Ein Smelter hier. Ein elektrischer Smelter wäre das jetzt. Wir können die aber auch rein theoretisch so machen. Ja, hä? Aber es heißt hier rein theoretisch, ich kann. Ich kann rein theoretisch einen Energized Smelter machen. Glass, Steel Casting, Redstone, Basic Control Circuit. Osmium Ingot. Habe ich bereits Osmium? Molten Osmium. Osmium Lock. Wie kriege ich Osmium? Jetzt rein theoretisich, weil es wäre natürlich geiler Osmium. Gibt's Osmium Sapling? Okay, Osmium Sapling. Indem man ein Merlin-Ding nimmt und Molten Osmium. Bedeutet, ich muss irgendwie an Osmium kommen. Wahrscheinlich. Wie komme ich an Osmium? Das gibt's doch gar nicht. Ich muss auf den Weg geben, hier dran zu kommen noch. Osmium Resin, Osmium. Krieg ich auch nur so. Eine Trüffel. Jetzt langsam wird's echt weird. Osmium Dust, Osmium Nugget, Osmium Amber, Osmium Amber. Hier ist Copper, Iron, Quarz und Nickel. Nickel habe ich aber auch noch nicht. Okay, wo wollte ich eigentlich hin? Ich wollte eigentlich die Dinger weiter, ne? Bedeutet, wir machen es einfach wie hier. Jetzt hat die keinen Brennstoff mehr. So. Dann brennst du weiter. Das heißt, dann machen wir das noch ganz altmodisch. Wir haben so viel Holz noch eigentlich. Wir müssen eh die Crates hier oben leer kriegen. Das ist ein guter Plan. Die sind eh noch relativ gut gefüllt. Dann holen wir schnell unser Grout. Unser Grout einfach hier raus. Zweimal Grout. Dann brennt ihr das durch. Perfekt. Und dann kriegen wir das da am Ende raus. Dann ziehen wir das Ganze nach unten durch. Wir tun die Lava erhöhen. Und das Ganze, schauen wir mal, wie viel wir am Ende hier an Eisen drin haben. 8 Blocks wieder. Für den Anfang gar nicht schlecht. Und dann müssen wir den ganzen Wahnsinn mit hier gar nicht machen, sondern wir ziehen das nach unten einfach direkt durch. Machen unten viele Anschlüsse und alles. Das sollte dann auch gehen. Gehen wir mal zur Aufgabe grundsätzlich zurück, die wir hier haben. Und das wäre das Erweitern des Systems hier. Oder wir tun hier mal zack, erweitern. So.
brauchen wir wieder unsere Schaltung hier. Und brauchen wieder die Slabs. So, jetzt brauchen wir hier zwei frei, zwei breit. Dann machen wir das hier zu wieder. So. Und tun das in Blocks umwandeln. Perfekt. Dann kriegt das hier wieder eine Lampe hin, hier eine Lampe hin. Wir sind jetzt zwar nur die kleinen Farmen, aber da passen halt auch ein paar Sachen immerhin hin, ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. Da passt auch ordentlich eigentlich hin. So. In der Mitte kann eigentlich noch ein Slab hin. Nö. Warum schaut die anders aus wie die anderen? Das bringt mich gerade voll aus dem Konzept. So, hier sind natürlich auch wieder nur so halbe. Gott, so. Aber das passt gut, weil hier muss das raus, das Ganze. Bis nach hier vorne. Perfekt. Das hier wird nochmal dasselbe. Dann können wir nicht Bones anbauen und alles. Dann haben wir wirklich eine voll ausgebaute Farm schon. Und unsere... Wir haben halt dann wirklich so eine richtige Farm. Dann holen wir mal ein paar Chests. Haben wir keine Chests mehr? Das wird auch geil. Dann müssen wir halt ein paar Chests bauen, ne? Aber einfach noch ein paar Chests, also dass das nicht gehen würde, dass wir ein paar Chests haben. Das wäre mir neu. Chests wachsen ja hier immer noch auf dem Boden. Nehmen wir ein paar mit. Chests kann man so oder so immer brauchen. Ist ja auch wurscht, worum die am Ende steht. So. Dann müssen wir das wieder platzieren. Kommen natürlich wieder die Standardfackeln drauf, auch wenn überall schon Fackeln sind, aber wenn wir jemals ausbauen, dann sind wir auf jeden Fall im Gang, in der Mitte haben wir überall Fackeln platziert. Das ist schon mal wichtig. So, dann gehen wir wieder in unserem Baumenü hier und machen erstmal ein bisschen Wood. Das ist so viel, dass wir fürs Erste genug haben werden für die nächsten paar Monate und Jahre. Genug davon auf Lager zu haben, ist nie schlecht. Und dann machen wir einen Hopper, einen Holzhopper. Zack. Und jetzt haben wir davon ein paar Hoppers. Dann machen wir vielleicht ein paar Chests nochmal nach. Jetzt haben wir wirklich keine Chests mehr. Ist ja auch blöd. Wenn man sich verschreibt, ist natürlich noch blöder. Wenn man sich zweimal verschreibt, ist noch blöder. So, jetzt haben wir noch ein paar Chests. Perfekt. Dann wieder schnell um, ins System wieder rein, zu. Ah ne, scheiße, jetzt habe ich vergessen, Hopper mitzunehmen, ne? Wo sind die Hoppies? Jetzt haben wir die Hopper. Jetzt haben wir im Grunde jederzeit die Möglichkeit, hier zu erweitern. Was wir noch tun, wir brauchen immerhin noch ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und von daher ist die Erweiterung gar nicht blöd. Und dadurch, dass wir die Holzhopper aktuell noch verwenden, ist das System auch noch nicht so gefährdet, dass es
komplett nicht mehr nachkommen, weil immerhin die Hopper können auch nicht so viel transportieren, wenn ich mich jetzt nicht irre. Verbessert mich, wenn ich irre, und ich irre mich sowieso. So. Das geht eh direkt in das System rein. Ne? Von daher. Zack. Geht die auch wieder rein. Und kommt zurück hier hin. Können ja da rein theoretisch Diamond und alles so machen. Und dafür brauchen wir selbst auch noch mehr Hoppers. Und Hoppers sind halt leider teuer. Das ist immer wieder das Problem, dass einfach Hoppers sowas von teuer sind. Das ist das einzige Problem. Aber wir haben noch ein paar Hopper. Und jetzt schreiben wir nochmal Bonsai-Hopper hin. Bonsai-Hopper. Wir werden uns leider in der nächsten Zeit noch viel auf Automatisierung hier beschäftigen. Es tut mir auf jeden Fall leid, aber was soll man machen? Jetzt hat wirklich nicht mehr zu machen. Scheiße. Das wird leider noch eine Zeit so gehen. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir das haben. Weil ansonsten stehen wir ohne da und ich glaube, das wäre noch beschissen. Und ich will halt jetzt gerne auch viel automatisiert im Sinne von Ding haben. Im Sinne von Diamanten, Netherrack und so Zeugs, Quartz. Deswegen versuche ich die Automatisierung gerade vorzugreifen, damit wir danach weniger Arbeit haben. Bedeutet, wir tun Vorarbeiten für später. Und wenn wir jetzt gucken, wir haben doch hier bestimmt noch Diamond. Hier. Diamond Saplings. Klar, ist jetzt vielleicht nicht das Wichtigste, wenn wir uns so anschauen. Vielleicht sollte man da Redstone platzieren. Fangen wir mit Redstone an. Redstone Resin ist nicht schlecht. Ah, wir haben jetzt kein Dirt mitgenommen, ne? Aber zum Glück haben wir unsere Fernsteuerung. Haha. Dirt. Und Stack Dirt einfach mal schnell in den Inventar teleportieren. Zack. Guter Plan. Zack. Gar nicht vergessen, einen drauf zu platzieren, aber wir können jetzt einfach hier überall ein paar Saplings setzen und zack, haben wir schon das ganze System im Laufen. So wollen wir das. Im nächsten Step geht es ja dann eh darum, das Ganze noch zu verbessern. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir die Smeltery nach unten in den Keller erweitern, automatisieren anfangen, damit das auch fortgeht und hier oben die ersten Diamonds vielleicht auch mal platzieren. Wir sehen schon, hier haben wir schon die ersten Sachen von unserem Redstone System, das natürlich auch mega geil ist. Hier sammelt sich mittlerweile auch an, bedeutet rein theoretisch kann ich wieder mehr Resin produzieren. Resin, Amber heißt es ja, ich vergesse das jedes Mal wieder, dass es Amber heißt. Bacon Amber, ich finde immer noch geil. Und hier im Iron Amber, und wenn wir jetzt hier platzieren, klack. Schaut euch die Menge an, die wir an Iron Amber mittlerweile haben. Das System läuft perfekt und es wird besser. Jede Stunde und jede Minute wird es besser. Wir werden mehr Redstone und alles am Ende haben. Wir werden jetzt uns dann mit Automatisierung weiterhin beschäftigen. Schauen, dass das System funktioniert und dann werden wir uns ans Bauen nochmal ein bisschen machen. Aber fürs Erste finde ich, ist es wichtig, dass das ganze System einfach automatisiert gut funktioniert. Damit wir einfach mehr Ruhe am Ende haben, weil ansonsten macht es ja auch keinen Spaß, ne? Also, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr euch habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.